Wer länger als einen Winter nicht mehr Motorrad gefahren ist, sollte unbedingt an dem Sicherheitstraining Fun & Safety von Honda und dem ADAC teilnehmen. Während der Besprechung können die Biker mit dem Trainer über ihre Erfahrungen und größten Sorgen sprechen. Sei es Fahren bei Regen, Schräglage oder Bremsen. Ich erwarte mir auf alle Fälle, dass ich heute, wenn der Kurs um 6 Uhr zu Ende ist, mehr Sicherheit und vor allen Dingen für mich ein besseres Fahrgefühl. Dazu stellt Honda 12 CBF-Modelle mit ABS zur Verfügung. Selbstverständlich wird auch die Bekleidung und Helm gestellt. Der Kurs startet mit Tipps zum Handling. Was tun, wenn die Maschine umgefallen ist? Oder wie bocke ich das schwere Motorrad richtig auf? Vorsicht, der zweite Punkt, also hat es mit einem nur gemacht. Königsdisziplin ist das Gespür für die Balance der Honda. Immer schön an diesem Punkt halten. Zack. Hier am Umgreifen, muss es immer wieder beruhigen lassen, also keine Hektik. Langsam fahren ist eine sehr interessante Geschichte, weil da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Also da merkt man auch, ob jemand locker drauf sitzt auf dem Motorrad oder ob jemand schon angespannt ist. Und beim Langsamfahren kann man eben dann auch so die Grundlagen fürs restliche Motorradfahren sehr gut legen. Also da Sitzposition, ganze Bedienung von Elementen, Lockerheit ist eine ganz gute Geschichte. Also da fangen wir an, das zu stabilisieren, werden dann immer schneller, sage ich jetzt mal. Wie fahre ich eine Kurve, wie bewege ich überhaupt Motorrad in Schräglage? Also was muss ich tun? Das ist sehr klar, dass das funktioniert, aber wie? Also da ist, denke ich, auch vielen erstmal gar nicht klar, was sie da machen, welche Kräfte da wirken. Ja, und das bringen wir mal auf den Punkt und dann kann man darauf aufbauen. Ja. Die Motorradgruppe trifft sich immer wieder beim Lehrer, um neue Ratschläge zu bekommen. Die nächste Übung ist das richtige und schnelle Ausweichen vor Hindernissen durch Einsatz eines speziellen Lenkimpulses. Aus Tempo 50 eine Vollbremsung, mit ABS kein Problem. Probiert's aus, mal mit einem möglichst hohen Gang hier zu fahren. Und dann nur volle Konzentration auf die Schräglage. Die Übung auf der Kreisbahn bei trockener und nasser Fahrbahn mit unterschiedlichen Belägen ist wichtig, um die Angst vom Kurvenfahren zu nehmen. Der Trainer macht's vor, Wenden auf engen Raum, zum Beispiel einem Parkplatz oder einer Gasse. Dabei wird trainiert, das anvisierte Ziel immer im Blick zu halten. Und schleifen lassen, komplett schleifen lassen. Zum Abschluss werden die neuen Erfahrungen mit Serpentinenfahrten umgesetzt. Wenn jemand hier abends rausgeht, ich behaupte mal, sitzt auf jeden Fall locker auf dem Motorrad. Und es kommen immer wieder Teilnehmer zurück, die dann sagen, Mensch du, die eine Situation am Pass, da habe ich mal kurz eben ans Training gedacht und wusste, wo ich reingreifen muss, in welche Kiste. Und wenn das kommt, dann geht es mir auch den Rücken runter wie Öl, wie man so schön sagt. Und dann weiß ich, dass das gut ist, was wir hier tun. Ne?